Ich verstehe das nicht. Wo leben wir denn? Es ist eine Katastrophe. Ich komme aus dem kommunistischen Land, vor 30 Jahren geflüchtet, über drei Grenzen. Und jetzt muss ich das hier erleben. Das ist eine Katastrophe. Das ist nicht mehr fassbar, was hier passiert. Und die Bevölkerung, die schläft irgendwie. Die wissen gar nicht, wie es um sie geschieht. Die werden erwachen, wenn sie im Kommunismus sind. Dann werden sie erwachen. Aus welchem Land kommen Sie? Aus der Tschechoslowakei, Bratislava. Ja. War das dann zum Ende zu auch so wie hier? Oder? Also so schlimm war es nicht, weil die Familien, die haben zusammengehalten. Die Kinder wurden von den Eltern dazu erzogen, zu Hause in der Familie hält man zusammen. Hier ist es aber nicht der Fall. Ich habe sogar mit meinen zwei Söhnen Probleme, damit sie mir glauben, dass dieses Land in den Kommunismus schreitet. Die wollen mir das auch nicht glauben. Ja, ja, also... Ich kann nicht mehr schlafen. Ich sage Ihnen, ich kann nicht mehr schlafen. Ich bin innerlich zerrissen. Mein Mann ist schon 15 Jahre verstorben. Wäre er hier, wären wir schon längst weg. Aber ich traue mir das jetzt nicht mehr. Werde nächstes Jahr 70 Jahre alt. Ja, ich traue mir das nicht mehr nochmal irgendwo anzufangen. Ja, also die Bevölkerung sollte aufwachen, weil es endet hier im Bürgerkrieg. Schauen Sie sich das an. Und gegen die geht niemand vor. Das ist nicht in Ordnung. Und hier die alten Leute, ja, zu wenige. Erstens, zu wenige, ja. Und glauben Sie, dass es Deutschland mal zerteilt in zwei Teile oder in mehrere Teile, weil die nicht mehr miteinander leben können? Ich glaube, dass die Änderung nicht von innen kommt. Es muss von außen kommen, weil das ganze Land ist so zerrissen. Wie gesagt, wenn schon in den Familien die Eltern Probleme haben, ihre eigenen Kinder zu überzeugen, dann ist es wirklich ein Anzeichen dafür, dass es von innen aus nicht mehr umzukehren ist. Es wird wahrscheinlich von außen kommen müssen, aber wer das machen soll, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es wird hier ganz schlimm enden. Ganz schlimm. Ja. Vielen Dank. Ja, gerne.